Modellflieger und ihre Schätze. Friedhelm Schultheiß ist schon seit 40 Jahren dabei. Sein ganzer Stolz, das Modell eines Rennflugzeugs aus den 30er Jahren. Es läuft erstmal warm. Dann rolle ich zum Startpunkt. Dann hebe ich ab. Das ist dann das ultimative Gefühl, wenn sie dann dahin schwebt, oder wie? Fliegt. Aber es ist einfach so, dass es ein tolles Gefühl ist, wenn man über diese Maschine die Beherrschung hat. Ja. Beim Starten, beim Landen und in der Luft. Und, kommt das Wichtigste, wenn man sie abends wieder am Stück unbeschädigt mit nach Hause nimmt. Klar, immerhin kosten die Modelle richtig Schotter. Zwischen 200 und 20.000 ist man dabei. Wahnsinn, was die Jungs hier alles am Start haben. Dann der Feuerlöscher im Anmarsch. Noch brennt es zwar nicht, aber der turbinengetriebene Heli kann, wenn's dumm läuft, schon mal in Flammen aufgehen. Aber bis man so einen Modellflieger in der Luft halten kann, braucht es viel, viel Übung. Neueinsteiger gehen erstmal bei ihm in die Lehre, Bernd Metzger, und der lässt jetzt auch mich mehr ran. Okay. Der hier kann auch hoch runter. Das ist Gas. Vollgas. Achso, da darf ich nichts. Okay. Das Gas übernehme ich bei der ersten Schülerstunde. Ich werde das Modell jetzt auf sichere Höhe bringen. Aha. Und sobald das auf sichere Höhe fliegt, und dann sage ich, übernehme das Modell. Also hoch ist du so dir ziehe. Ja, zu genau. Mir ist hoch. Jetzt hast du wieder. Boah, das ist aber voll schwer, Leute. Etwas hoch, genau. Leute, Vorsicht, gell? Oh, super! Szenebeifall! Und jetzt du. Die haben gut lachen. Ich bin heilfroh, dass Bernd jederzeit eingreifen kann. Immer wieder schmiert der Flieger ab. Oh, ich war gerade am Hoch. Ja, ja. Und hoch. Hoppla, und fast wäre gestorben. Puh, dabei sieht das immer so einfach aus. Die Landung übernimmt dann doch lieber wieder der Profi und alle sind froh, dass das Ding wieder heil am Boden ist. Ist die Frage, wessen Adrenalinspiegel jetzt höher war, deiner oder mein? Also ich stehe dann eigentlich schon ziemlich drüber. Okay. Für das mache ich es jetzt fast zu lang. Ja. Bei einem neuen Modell einfliege, ja, da ist der Spiegel dann schon sehr hoch. Aber ihr habt das auch alle so gelernt, oder? Also. Und jetzt, wo ich weiß, wie schwierig das ist, bin ich hiervon noch mehr beeindruckt. Irre, was Kunstflieger Daniel Fricker so drauf hat. Wie oft ist dir schon eine abgestürzt bei den Manövern? 4 Minuten. 4-5 Mal. Okay, wo ist dein Puls jetzt so etwa? Geht noch. Schon gut oben. Schon gut oben. Meiner ist so langsam wieder auf normal. Aber das hier ist definitiv ein Hobby für echte Adrenalin-Junkies.